willkommen bei Netzdebatte TV an Tag 2 der Republika. Zweite Runde mit den Gästen bei mir auf der roten Couch. Dazu möchte ich begrüßen drei junge Journalisten. Und zwar Jessica Binsch von der Deutschen Presseagentur, Ole Reismann von Spiegel Online aus dem Ressort Netzwelt und Hakan Tanriverdi von süddeutsche.de. Ihr wollt eigentlich so ein bisschen den Journalismus umkrempeln und habt 23 Thesen zu den Medien aufgestellt. Die wurden gerade in einer Session auch vorgetragen. Und eine These dabei ist, dass eigentlich Ressorts überflüssig geworden sind. Was machen wir denn jetzt, wenn wir keine Ressorts mehr haben? Wie soll damit umgegangen werden in Zukunft? Wenn wir auf eine Seite gehen, dann gucken wir nicht, okay, was waren die letzten Artikel im Politikressort, sondern wir sagen, was ist gerade wichtig? Und diese Art der Überlegung findet man auf Nachrichtenseiten selten wieder. Ich würde jetzt mal behaupten, ich gehe sehr nach Ressorts und schaue schon irgendwie auf beispielsweise Spiegel Online oben einfach in die Reiter rein. Was interessiert mich, weil es tatsächlich einfach Bereiche gibt, die mich nicht interessieren. Was machen wir denn damit? Gibt es da nicht vielleicht noch so mehr Leute wie mich? Ja, es gibt natürlich viele Traditionen sozusagen, in denen wir immer noch arbeiten. Und wir wollten so ein bisschen auch einen Aufruf starten, dass man wirklich mal neu denkt und sich ganz auf dieses Digitale einlässt. Und dass man zum Beispiel sich auch bewusst macht, dass wenn ein Medienhaus etwas nicht macht, dass es dann ganz viele andere Akteure gibt, die sowas machen können, dass es andere Apps gibt, die dann eben Nachrichten an die Leute bringen. Und eigentlich möchten wir das ja machen, denn wir möchten ja gerne, dass die Leute unsere Texte lesen, unsere Fotos anschauen und unsere Videos ansehen. Und deswegen möchten wir da eigentlich zu ein bisschen mehr Experimenten auch aufrufen. Sorry, weil du gerade gefragt hast mit den Ressorts. Also wir können das ja mittlerweile sehr genau messen, wie viele Leute so nach Ressorts gehen. Du bist da leider wirklich in der... Also auch ich als Journalist finde das sehr nett, nach Ressorts zu gehen, um zu gucken, was macht die Konkurrenz, was machen die Kollegen. So funktioniert es aber tatsächlich nicht. Also Nutzer nehmen Nachrichten anders wahr. Mittlerweile über Telefone oder auch über Desktop-Geräte sind sie auf Facebook. Da steht alles nebeneinander. Die Verwandten haben ein Kind bekommen. Jemand anderes irgendwie trinkt gerade ein Bier in der Sonne. Und dann kommen Nachrichten erst aus Syrien, was total fies ist. Dann möglicherweise ein sehr netter Bericht aus der Nachbarschaft. Und das geht alles ineinander über. Und da sind die Ressortgrenzen schon total verschwommen. Und wir messen das, so wie Leute Nachrichtenseiten nutzen, nicht nach Ressorts. Was könnten denn solche Experimente sein, du hast sie gerade eben angesprochen, die im Bereich Medien stattfinden, damit wir so ein bisschen neuen Wind irgendwie da reinbekommen? Habt ihr da Ideen? Genau, also Medienseiten sind ja oft noch sehr Desktop-orientiert. Also man hat diesen Nutzer vor sich oder eine Nutzerin, die eben auf der Arbeit am Computer sitzt und sich das anguckt. Aber meistens ist es halt so, hier, wir haben halt ein Handy in der Hand und benutzen das über Smartphones. Und da funktionieren dann Texte ganz anders und man kann Geschichten ganz anders erzählen. Zum Beispiel Fotostrecken müssen nicht mehr mit Klick, Klick, Klick weitergehen, sondern es ist eigentlich viel angenehmer, wenn das eine Geschichte ist, die man so durchscrollen kann. Gibt es denn schon gute Beispiele, an denen ihr euch jetzt vielleicht orientiert habt, als ihr diese 23 Thesen aufgestellt habt, wo ihr sagt, das sind eigentlich irgendwie so Vorreiter, die man da als positives Beispiel mal hinstellen kann? Also wir haben natürlich geguckt, was passiert und welche Organisationen machen was. Und ein Beispiel, das recht neu ist, heißt Vox.com, also VOX, ist ein US-Portal. Und die haben gesagt, wenn wir zum Beispiel über die Ukraine-Krise reden, dann gibt es rechts neben dem Artikel die Möglichkeit, sich die Krise komplett erklären zu lassen. Was für uns so eine Art Möglichkeit ist, zu sagen, du willst noch mehr wissen, dann klick dich einfach durch. Das ist ein Beispiel. Da haben wir noch mehrere verwendet. Also die Idee ist doch, wir leben in so einer bisschen paradoxen Situation. Eigentlich geht es den vielen Medienhäusern in Deutschland noch einigermaßen gut, aber der Mut, Experimente zu wagen, ist nicht so richtig da. Wenn man sich überlegt, was jetzt gerade an neuen Angeboten kommt, da sind dann Sachen, die sehr so auf Social Media abzielen, die kommen dann aber aus der Schweiz. Watson, LikeMag, Storyfilter, solche Geschichten, die auch vielleicht US-Vorbilder haben zum Teil. Und in Deutschland sind aber so die richtig großen Experimente, also das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist Zoomer vor 5 Jahren. Das heißt nicht, dass nicht überall Dinge ausprobiert werden, aber so die richtig großen Innovationssprünge sehen, kommen möglicherweise momentan nicht von hier. Und da fragen wir uns, warum ist das so und muss das so bleiben? Wie reagieren eigentlich andere Redaktionen oder auch Verlagshäuser auf diese 23 Thesen? Habt ihr da schon Feedback bekommen? Ich glaube, Twitter war voll davon, muss ich sagen. Ich habe 14 Mal gedrückt, bis ich endlich aktualisiert war. Der Vortrag hat schon viel Feedback nach sich gezogen. Ich glaube, dass die Leute einigermaßen überrascht waren, weil es nicht so eine dröge Präsentation war. Eine Person hat gesagt,
mir fällt der Name nicht ein, die hat gesagt, was mir fehlt, ist der Ansatz, auch mit den Leuten zu reden, die diese Entscheidungen treffen tatsächlich. Also mit Chefredakteuren oder mit Verlags- und Verlegern, dass man die mit ins Boot holt. Was wir natürlich nicht gemacht haben, wir haben gesagt, ja, wir schauen einfach mal, was es so gibt. Und dann hieß es noch, ihr hättet euch ein bisschen mehr an die Zukunft orientieren können, anstatt zu sagen, was jetzt nicht funktioniert. Das heißt, ihr werdet die 23 Thesen nochmal überarbeiten? Bestimmt. Und wir hoffen ja auch, dass jetzt Leute auf uns zukommen und sagen, ihr habt das vergessen, ihr habt nicht mit dem gesprochen oder da habt ihr euch geirrt. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wo kann man denn diese 23 Thesen jetzt nochmal nachlesen, wenn man sich jetzt im Detail nochmal informieren will? Genau, also es gibt einmal ein Video von dem Vortrag, aber die Thesen sind auch im Internet gesammelt, 23thesen.tumblr.com. Da kann man die nochmal durchlesen und wir freuen uns auf jeden Fall über alle Kommentare und Anmerkungen. Wie gesagt, wir wollen darüber ja auch diskutieren. Und sieht dieser Tumblr jetzt auch ein bisschen anders aus als andere Medienangebote? Es ist immerhin schon mal ein Tumblr, das ist immer ein Anfang. Okay, vielen Dank, dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg mit diesen 23 Thesen. Vielleicht lassen sich ja zumindest ein paar umsetzen. Danke sehr. Und wir hören uns auf jeden Fall heute noch einmal wieder um 18:30 Uhr mit der nächsten Runde hier von der Netzdebatte und der Roten Couch.